Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zu unserer Freitag-Nachtausgabe begrüße ich euch sehr herzlich. Freie Themennacht, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer. Und kostenfrei könnt ihr natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Katharina und ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katharina. Weswegen meldest du dich bei mir? Ich melde mich bei dir, weil ich mit dir über meine momentane Lebenssituation sprechen möchte. Ja, wie sieht die aus? Also ich wurde mit 16 schwanger. Ja. Und mein Sohn ist mittlerweile schon über ein Jahr alt. Ja. Und ja, sind so viele Sachen, die ich jetzt eigentlich sprechen müsste, damit du die Situation insgesamt verstehst. Ich kann dir mal einfach ein paar Fragen stellen. Schon ja, mal. Genau. Wie kam es, dass du so früh schwanger wurdest? Ich habe mich damals nicht getraut, den Frauenarzt aufzusuchen, zum Beispiel halt Verhütungsmittel zu nehmen, weil ich ab meinem 6. Lebensjahr missbraucht worden bin. Aha. Aber das Kind ist nicht ein Kind eines Missbrauchs? Nein. Das nicht? Mhm. Wer ist der Vater des Kindes? Der Vater des Kindes ist mein momentaner Lebenspartner. Mit dem du immer noch zusammen bist? Ja, immer noch. Du bist früh in deiner Kindheit sexuell missbraucht worden? Ja, ab meinem 6. Lebensjahr, als ich in die Grundschule kam. Und das hat ungefähr aufgehört, als ich 11 war. Mhm. Von wem? Von dem Vater meiner besten Freundin damals. Ja. Und daher war so eine Hemmschwelle, zum Frauenarzt zu gehen? Ja, und genau. Okay, jetzt erzähl du einfach mal weiter, was dich im Moment so bedrückt oder bewegt vielleicht. Ja, also als ich dann im 6. Monat schwanger war mit meinem Sohn, hat man festgestellt, dass die Blutgefäße verstopft sind. Man wusste damals noch nicht, warum es so war, die Ursache. Dann hat sich bei der frühzeitigen Geburt, gerade aus diesem Grund wegen der Blutgefäßverstopfung, hat sich herausgestellt, dass mein Sohn dann eine CMV-Infektion hatte. Was bedeutet das? Also eine CMV-Infektion ist für uns normale Menschen eine ganz normale Grippe, aber schon in einem schwereren Stadium. Und die CMV-Infektion war dann so schwer, dass sie die ganze Zeit über nach seiner Geburt, eigentlich auch schon im Mutterleib, für ihn sehr bedrohlich war. Heißt das, dass der Junge eine Behinderung davon getragen hat? Also die Vermutungen bisher waren immer, dass er zu den 10% gehört, die keinen Schaden davon tragen. 90% der Menschen, die mit einer CMV-Infektion infiziert sind, tragen entweder einen mittleren oder sehr schweren Schaden davon. Hat sich das bewahrheitet? Ja, man weiß es nicht so genau. Also ich habe in letzter Zeit eine Vermutung, und zwar, dass er im geistigen Sinne halt behindert ist. Ich weiß noch nicht, wie. Es wurde auch noch nicht getestet, weil er durch sein Verhalten mir das sehr zeigt. Er schüttelt zum Beispiel sehr oft den Kopf und sehr intensiv. Und könnte also sein, dass da irgendwas nicht so ganz... Ja, also es sind mehrere Sachen, die er so aufweist, die mir zeigen, dass dann halt irgendwas mit ihm nicht stimmt. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich möchte mit dir über meine derzeitige Lebenssituation sprechen. Ja. Was ist für dich das Problematischste zurzeit? Mehrere Sachen. Zum einen Teil und zum großen Teil auch das halt mit dem Missbrauch. Das schränkt meinen Freund und mich sehr ein in sexueller Hinsicht. Ja. Und zum anderen Teil halt die Angst jetzt um meinen Sohn, das doch etwas ist, weil bisher wir viel durchgemacht haben und er sehr lebensbedrohlich in einer Zeit war und so vieles anderes noch, dass ich mich mit seinen Eltern nicht verstehe, mit dem Eltern meines Freundes, verstehe ich mich gar nicht. Meine Eltern haben sich vor kurzem getrennt. Du lebst mit deinem Freund zusammen? Ja, aber auch noch mit meinem Vater.
Auch noch mit dem Vater? Also in meiner alten Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist auch 18. Auch 18. Wieso kannst du dich mit den Eltern deines Freundes überhaupt nicht vertragen? Wo hakt es da? Zum Teil, weil ich halt so jung Mutter bin und weil die Eltern sich zum Teil schlecht behandelt fühlen, dadurch, dass, also sie fühlen sich mit Schuld, aber versuchen die Schuld mir zu geben, dass ihr Sohn so früh Vater wurde. Achso, und dass der Sohn so früh gebunden ist und irgendwie ihrer Auffassung nach sein jugendliches Leben versäumt oder irgend sowas. Ja, also seine Mutter ist Moslem und in dieser Kultur ist das eigentlich überhaupt nicht so angesehen, besonders in dieser Familie, also die sieht das schon sehr eng. Ist es so schlimm, dass er auch nicht mehr nach Hause gehen kann? Doch, er wohnt zurzeit noch eigentlich bei sich zu Hause, hält sich aber hauptsächlich bei mir auf, in meiner Wohnung. Katharina, lass uns über den Missbrauch sprechen, den du gerade angesprochen hast. Ja. Das ist ja eine sehr dramatische Sache, wenn man vom sechsten Lebensjahr bis zum elften, wie du es gerade beschrieben hast, so etwas hat erleiden müssen. Wer weiß davon? Ziemlich viele halt. Dadurch, ich musste mich damals, als ich herausgestellt habe, dass ich schwanger bin, sehr oft rechtfertigen, warum ich denn nicht zum Frauenarzt gegangen bin. Und dann muss ich gezwungenermaßen diese Geschichte halt erzählen. Und deshalb wissen das eigentlich viele Leute. Ich bin damals noch zur Schule gegangen, auch noch in der ganzen Schwangerschaft und anderthalb Monate nach der Geburt meines Sohnes. Also die ganzen Leute aus der Schule, Lehrer, Schüler und meine Familie. Aber meine Familie und Freunde versuchen das eher so, also die nehmen das nicht so ernst. Dieser Mann, der das gemacht hat, ist der angezeigt worden? Ja, von mir. Der ist von dir angezeigt worden. Was ist daraus entstanden aus dieser Anzeige? Ist er verurteilt worden? Bisher noch gar nichts. Also ich habe diesen Mann angezeigt, da war ich im dritten Monat schwanger, weil dieses Thema mich damals sehr bedrückt hat. Da wusste ich auch noch nichts von der Krankheit meines Sohnes. Und ich wollte die Sache einfach aus der Welt schaffen, weil dieser Mann wohnt auf der gleichen Straße wie ich. Und ich sehe den auch sehr oft. Und der hat jetzt auch eine Freundin, die ist gerade mal 19. Wie alt ist der Mann? Oh, weiß ich nicht. Um die 50. Schon älter. Das heißt, diese Anzeige und diese ganzen juristischen Sachen, die sind noch am Laufen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass die stillstehen. Also ich habe eigentlich so gut wie gar keine Informationen bekommen. Ich wurde weder angerufen, noch habe ich Briefe bekommen. Gar nichts. Aber es gab schon Vernehmungen bei der Polizei und du musstest Aussagen machen. Das ist damals, ich sagte es ja gerade schon und du auch, im Alter zwischen 6 und 11 passiert. Wie oft ist das damals passiert? So sagen wir mal im Monat? Oder? Sehr oft. Ich habe damals, weil meine Freundin halt auf der gleichen Straße wie ich gewohnt hat, sehr oft diese Familie besucht. Die Eltern von meiner Freundin waren damals schon getrennt. Ja. Und also in den Sommerferien besonders war das schon täglich. Und auch diese Vorfälle kamen dann täglich vor. Hat dieser Mann dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Nein. Aber es gab, er hat dich zu sexuellen hauptsächlich Aktionen. Durch Berührungen und Küsse. Kannst du denn aufgrund dieser für dich so schlimmen und ekelhaften Erfahrungen, die du gemacht hast, kannst du entspannt und auch lustvoll mit deinem Freund Sexualität erleben? Nein, im Moment gar nicht. Schon längere Zeit nicht. Konntest du das mal? Ja, bevor ich schwanger geworden bin. Und diese ganze Geschichte ich nochmal erzählen musste bei der Polizei. Ja. Also da kamen ja auch teilweise sehr, sehr vergessene Erinnerungen wieder hoch. Ja, ja, das ist also das ich hatte immer. Das jahrelang sehr verdrängt und kam damit auch gut zurecht. Aber dann halt, dass ich das alles erklären musste, hat das wieder aufgewühlt. Also, wie du das jetzt so geschildert hast, Katharina, ist da ja eine ganze Menge, was dich belastet. Da ist wirklich diese Vergangenheit, die eine enorme Belastung darstellt. Das ist mir schon klar. Ja, und das war wirklich auch noch nicht alles. Also, ich habe mir so einen Zettel gemacht mit mehreren Notizen und da sind noch so viele andere, die könnte ich dir jetzt gar nicht in den paar Minuten erzählen. Ja, ich erahne das schon. Und natürlich, dann bist du junge Mutter und hast die Sorge, dass dein Kind vielleicht einen Schaden von der Erkrankung davon getragen hat, vielleicht vielleicht behindert sein wird. Ja. Dann gibt es die familiären Probleme, die du geschildert hast. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter?
zu meiner Mutter ist eigentlich, das Verhältnis war während der Schwangerschaft super. Mhm. Meine Eltern waren ja damals noch zusammen. Mhm. Und da habe ich mich wirklich sehr gut mit ihr verstanden. Mhm. Seitdem mein Sohn auf der Welt ist und sich halt herausgestellt hat, dass er diese CMV-Infektion in sich trägt, ist sie sehr schlecht geworden. Ach. Muss man schon sagen. Das heißt, eigentlich müsste ja da die Oma besonders zur Seite stehen und helfen. Das heißt, in diesem Fall hat die Oma sich aber zurückgezogen. Ja, also das kamen auch Vorwürfe, dass ich damals zu selten bei meinem Sohn gewesen sein soll, als er noch auf der Intensivstation lag. Ja, mit Vorwürfen kommt man ja jetzt nicht weiter. Ja, das waren 5 Monate, als lag er auf der Intensivstation. Mhm. Und es kamen schon ziemlich heftige Vorwürfe. Also da ist eine ganze Menge. Und da ist eine ganze Menge Bedrückung von allen Seiten und auch noch von der Vergangenheit. Das ist mir schon klar, dass es dir nicht gut geht im Moment. Und dass dir ein bisschen das Wasser bis zum Halse steht. Ja, ich versuche das im Moment immer zu unterdrücken. Also ich habe halt viele Aufgaben jetzt als junge Mutter. Da stehen noch viel mehr Anforderungen gegenüber normalen Müttern im Weg. Und kriselt das denn zwischen dir und deinem Freund auch bisweilen? Oder ist das schon eine feste, gute Verbindung zwischen euch beiden? Die Verbindung zwischen uns ist wirklich super. Mhm. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Das ist schon mal gut. Durch die ganzen Sachen ist natürlich öfter schon Streit aufgetreten. Was auch wegen unseren Familien. Klar, was ja auch verständlich ist. Aber im Allgemeinen ist er wirklich fantastisch. Mhm. Also Katharina, wir können ja mal dieses Gespräch, was natürlich nicht so ganz lang dauern kann. Und ich weiß, ich merke schon, dass um dir gerecht zu werden, muss man wirklich sehr, sehr lange mit dir sprechen. Wir können das ja mal als Anfang nehmen, vielleicht Beginn eines Gespräches, das du dann auch mit anderen Leuten weiterführen solltest. Zum Beispiel jetzt erstmal gleich mit meiner Psychologin. Danach aber würde ich dir sehr dringend raten, dir eine psychologische Betreuung zu suchen, einen Ansprechpartner. Da sind wir dir gerne behilflich bei. Weil ich glaube, dass man so jung, wie du bist und mit all diesen Sachen und der Verantwortung des womöglich noch erkrankten Kindes, das schafft man gar nicht. Ja, ich habe schon öfters versucht, eine Hilfe zu suchen. Mhm. Das hätte dann zu dem Thema von gestern gepasst. Mhm. Ich kann mich da wirklich überhaupt nicht zu durchringen, weil ich, wenn ich über dieses Thema anfange zu sprechen, sehr nervös werde. Du hast das jetzt gerade hervorragend gemacht. Ja, ich zitter die ganze Zeit. Ja, du hast es hervorragend gemacht. Und wir stehen unter einem großen Zeitdruck auch. So viel können wir gar nicht sprechen. Du hast das toll gemacht, muss ich ja wirklich sagen. Dankeschön. Wirklich, ja. Sieh es doch einfach mal jetzt als ersten Schritt. Ich sag dir nur so, wirklich so auch aus meiner Erfahrung, dass das nur gut ist für dich, für deine junge Familie, wenn du dir jetzt eine neutrale, professionelle Person suchst, damit du stabil bleibst. Du hast ja viel Verantwortung zu tragen. Ja. Und das geht nur, wenn du einigermaßen im Lot bist. Und das bist du im Moment nicht. So. Ja, gegenüber meinem Sohn bin ich sehr gefasst. Ja. Also ich bin sehr glücklich mit ihm. Ja. Der bereitet mir sehr viel Spaß. Mhm. So wie es halt vielen Eltern ergeht. Ja. Hoffentlich auch den meisten. So, Katharina, jetzt machen wir so. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Ja. Du könnt ja in Ruhe alles weiter besprechen. Und ich fände es gut, wenn du dir dann auch entsprechend eine Hilfe in deiner Umgebung suchen könntest, je nachdem, was wir dir jetzt empfehlen und welche Informationen die wir geben. Mhm. Ja? Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Katharina, mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr uns hier live erreichen wollt, im Fernsehen, im Radio, bei 1 Live, bei 1 Festival, im WDR-Fernsehen, dann meldet euch oder meldet ganz einfach unter domain@wdr.de plus eure Telefonnummer. Das ist ganz wichtig. Hier ist Mike. Mike ist 31 Jahre. Guten Morgen, Mike. Ja, hallo Domian. Hallo Mike. Was ist dein Thema? Also ich habe das Problem, ich habe vor 5 Wochen ein Mädel kennengelernt und die hat heute leider geheiratet. Ach du lieber Gott. Ja. Du für 5 Wochen ein Mädchen kennengelernt? Genau. Was heißt Mädchen? Wie alt ist sie? Wie alt? 25. 25. Und kennengelernt heißt, du hast dich ein bisschen nicht verknallt. Ja, ein bisschen ist gut, ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Ja. Und sie in dich auch? Ja. Sie in dich auch? Ja. Also, wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns in Bielefeld sehr Promotion in einem Kaufhaus gemacht für Marzipan, ne? Ach, wie lustig. Und du warst Kunde und dann hast du gesehen, wow. Genau, so war das. Die und ist es. Die ist es. Angesprochen? Ja, angesprochen und... Handynummern ausgetauscht? Ja, Mittagspause schon verbracht. Ah ja.
dann halt Handynummern getauscht und abends hat sie sich dann auch gemeldet. Nach wie vielen Tagen fand der erste Kuss statt? Nach einer Woche. Nach einer Woche? Ja. Nach wie vielen Tagen oder nach wie vielen Wochen gab es den ersten Sex? Nach zwei. Nach zwei? Ja. Hat also, sie dir denn von Anfang an gesagt, dass sie in der Warteschleife zum Heiraten schon sich befindet? Nein, gar nicht. Das war alles heimlich. Ach. Und ich wusste eigentlich nichts. Und hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemacht. Natürlich aber, nicht. Als das dann halt gewusst habe, war es halt schon zu spät, ne? Fünf Wochen? Ja, ich habe das mit der Hochzeit letzte Woche erst rausgekriegt. Genau, vor fünf Wochen kennengelernt. Und wann genau geheiratet? Heute. Heute, genau heute. Genau heute. Genau heute. Ja. Also heute standesamtlich und jetzt, also morgen Samstag, ist heute schon Samstag, ne? Ja. Kirchlich. Mhm. Wie hast du denn reagiert? Wie hast du es rausgekriegt? Also es fing an, wir haben uns ja immer meist, sie studiert und haben uns meistens ja dann vormittags getroffen, weil wo er dann natürlich arbeiten muss und so, ne? Und dann hat sie dann mal so angefragt und sagte, ja du, was würdest du machen, wenn ich heiraten würde? Würdest du dann noch mit mir Kontakt haben wollen, ne? Und ich sage, nee, ich sag, eigentlich kann ich mir das dann nicht mehr vorstellen, ne? Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass sie da total Angst hat und hat dann aber auch abgeblockt, nachdem ich dann noch nachgebohrt habe und sagte so, nee, war auch nur ein Spaß und wollte nur mal wissen, wie du reagierst, ne? Na, die ist ja drauf. Ja, da habe ich dann aber auch schon gedacht, hallo, ich sage, passt was nicht, ne? Und habe mich dann erstmal ein bisschen schlau gemacht und habe dann Standesamt in Gütersloh angerufen und gefragt, aber die dürfen ja nun auch nichts sagen, ne? Ach so skeptisch warst du da schon. Ja, weil sowas fragt man doch nicht so aus Spaß, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, habe ich dann auch gedacht. Und dann habe ich da angerufen und die sagten, nee, da können Sie höchstens Familienangehörige fragen, weil wir dürfen Ihnen da keine Auskunft geben. Die sagten nur, es findet eine Hochzeit statt, aber die durften mir nicht sagen, wann und wo. Ne? Na gut, dann dachte ich, gut, jetzt musst du wissen, wann die ist und wo die ist. Und weil von ihr habe ich keine ordentliche Antwort dazu gekriegt. Sie sagte, nee, es ist nichts und brauchst dir keine Sorgen machen und so. Ist alles in Ordnung. Ne? Ich sage, ja, ist gut. Dann ist mir, also meine Schwester hat dann gesagt, ja, warum rufst du nicht einfach mal bei deren Eltern an oder so, ne? Ich sag, ja, was soll ich machen? Ja, gibst dich als Freund aus oder sowas und fragst einfach, ne? Ja, habe ich dann bei ihren Schwiegereltern angerufen, weil ich wusste, wie der mit Nachname heißt. Und die haben das dann auch gleich erzählt. Ja, klar, Freitag, 19. und so, 14:30 da und da, ne? Woher wusstest du den Nachnamen? Den Namen der Schwiegereltern? Von ihr hat sie mal gesagt, wie er mit Nachname heißt. Ach so, das wurde schon kommuniziert, dass da ein Typ ist und wie der sogar heißt. Ja, ja, sie hat mir immer gesagt, das wäre ihr Ex und... ach so. Über das Telefonbuch habe ich den im Grunde rausgekriegt, weil es stand dann ihr Name und sein Name drin, ne? Ja. Und daraufhin habe ich dann auch die Eltern von ihm rausgekriegt, weil da gab es nur noch einen in Gütersloh und das waren die dann halt. Ja. Und da habe ich mich dann als Schulfreund ausgegeben und dann hatte ich das halt rausgekriegt. Mann, und dann hast du sie damit konfrontiert? Die habe ich dann gleich danach angerufen. Daraus also ich musste mich erst eine halbe Stunde hinsetzen und dann habe ich sie angerufen. Und dann... Das ist ja eine Geschichte. Und sie, was hat sie dann gesagt? Hat sie es abgestritten oder hat sie? Ja, erst hat sie es abgestritten, weil sie nicht geglaubt hat, dass ich das wirklich weiß. Ne? Sie hat gedacht, ich versuche sie nur zu locken. Ne? Und dann ich sag, dann können wir ja Samstag um 15 Uhr vielleicht mal irgendwo Kaffee trinken gehen. Ne? Und sagt sie, oh Scheiße, sagt sie, du weißt es wirklich. Ne? Und ich sage, ja. Naja, aber ich bin dann auch noch ganz ruhig geblieben, habe es noch nicht zur Schnecke gemacht oder so. Und wir haben uns dann für den nächsten Tag verabredet und haben dann halt mal gesprochen. Sagt sie, ja, ich habe mich das nicht getraut, sagt sie, aber ich habe mich total in dich verliebt, sagt sie. Mann. Das ist ja ein Ding. Ja, wie lange war sie vorher mit ihrem jetzigen Mann zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. 10 Jahre. Also seit sie 15 war. Also, sagen wir mal ganz frech, die Luft ist irgendwie raus. Ja, ich sehe das so. Also wir haben gestern 2 Stunden telefoniert noch. Ja. Vormittags und da sagt sie mir auch, was bei ihm alles so nicht passt und... das sind genau die Sachen, die ich im Grunde bei ihr mache, dass ich mir voll Mühe gebe und ihr sage, dass es halt besonders ist und sowas und sagt sie, das höre ich alles gar nicht, sagt sie. Ja. Die fängt sofort an zu weinen, wenn man ihr was Nettes sagt, sagt sie, das kenne ich überhaupt nicht und ist total ungewohnt. Ist dieser, ihr jetziger Ehemann, ihr erster Freund? Nee, die hatte schon. Da war schon. Ja, wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du da mehr oder weniger auch ein bisschen verarscht worden bist, ne? Ja, im Grunde schon. Auf eine Art konnte ich es dann auch verstehen, weil ich weiß nicht, ob ich mir gleich getraut hätte, das so zu sagen, weil sie hatte auch gleich Schiss, dass ich ihr abhaue, ne? Ja. Also da konnte ich mich dann schon ein bisschen reinversetzen, ne? Ja. Und keine Ahnung, heute war halt ein Scheißtag, ne? Glaube ich. wieso heiratet sie denn überhaupt, wenn sie so Kritik übt an ihrem Freund, Mann? Habe ich sie auch gefragt und dann sagt sie, ja, ich traue mich das nicht abzusagen, sagt sie, weil die haben sich Leute eingeladen und die kommen wohl auch alle von weiter weg und sind schon teilweise da, sagt sie. Das ist aber auch ein Herzchen, du.
Ja, und sie hätte auch schon mit ihrem Vater gesprochen, hat ihm gesagt, dass sie das wohl alles ablässt, ne? Und der hat dann wohl recht zur Schnecke gemacht und darum traute sich das einfach nicht. Mhm. Und jetzt sagt sie, ja, dann ziehe ich das jetzt so durch und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Ihr Mann weiß aber nichts von dir. Um Gottes Willen, nee. Das ist komplett geheim. Das ist, weil der weiß gar nichts. Ja. Höre ich das jetzt richtig daraus, dass die Sache jetzt zwischen euch deshalb nicht beendet ist, sondern dass das irgendwie jetzt mal noch heimlich weiterlaufen wird? Also so, ich denke schon, ja. Also du bist auf jeden Fall interessiert an der Frau? Ja, sehr. Du vergibst ihr das auch, dass sie dich da belogen hat? Ja, das auf jeden Fall, ja. Du kannst dich in sie irgendwie hineinversetzen? Ja. Was natürlich Irrsinn ist, was die da gemacht hat. Ja, das ist schon ganz schön irre. Das ist absoluter Irrsinn. Ich habe das schon beim ersten Treffen, wie wir uns getroffen haben und sie dann mit mir was trinken gegangen ist, da habe ich das schon gemerkt, dass da bei ihr auch irgendwo so ein gewisses Interesse ist, weiß nicht mehr. Und wir haben uns dann auch ständig getroffen und also so in der Woche immer nur, am Wochenende ging es natürlich nicht, weil er muss dann, hat ja frei. Aber das, während der Countdown läuft zur eigenen Hochzeit, ist schon krass. Ja, das ist jetzt immer intensiver geworden. Die hatte jetzt Freitag Grenzen zum Beispiel. Was hat die? Dieses Grenzen, wo die Nachbarn dann kommen und einen Kranz da vor der Tür hängen. Ach so. Ne? Und die kam dann gestern. Vorher haben wir noch E-Mails geschrieben und als die dann weg waren, irgendwie halb zwei, hat sie mir SMS geschrieben. Wir haben dann über den PC so geschattet, ne? Und da sagt sie, ja, schade, dass nicht mehr da bist, können auch noch, dass du schon schläfst, wir könnten ja sonst noch schreiben. Habe ich dann mitgekriegt und habe dann halt zurückgeschrieben und dann haben wir noch geschrieben bis heute Morgen um vier, ne? Und der Typ liegt dann im Bett und schläft. Ist ja unglaublich. Wie muss die sich während der Hochzeitszeremonie gefühlt haben? Ja, das weiß ich leider nicht. Die war ja in Gedanken überhaupt nicht dabei, die war ja bei dir. Ja, hoffe ich, ne? Diese Frau ist auch eine Flasche, muss ich dir sagen. Ja, feige, ne? Ja, sie ist feige. Sie ist wirklich feige. Sie ist wirklich feige. So wenig Rückgrat zu haben, die belügt und betrügt ja ihren jetzigen Ehemann nach Strich und Faden. Ja, von Anfang an, ne? Hat selbst überhaupt gar keine Position und lässt alles irgendwie so laufen. Richtig. Und verheddert sich entsprechend immer mehr und immer mehr in alle Gegebenheiten, die jetzt da sind. Genau. Meine. Wir haben gestern dann auch geschrieben, da hat sie dann auch gesagt, ja, dass sie gerne mal bei mir übernachten würde und so, ne? Mhm. Ich sag, wie soll das denn gehen, ne? Mhm. Und dann sagt sie, ja, dann müsste ich dem halt mal sagen, dass ich bei einer Freundin schlafe oder so. Also, du sagst zwar, dass du sehr in diese Frau verliebt bist. Ja. Ich glaube, ich würde dazu neigen, so ein Verhalten zu verachten. Ja. Dann das würde mir die Liebe schon sehr ankratzen, das Verliebtsein, wenn sich jemand so verhält. Ja, ich finde es ja auf eine Art eben auch nicht fair, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Die verhält sich jetzt in so einer Situation so, die könnte sich in einer anderen besonderen Situation, wo du mehr eingebunden bist, genauso irgendwann mal verhalten. Das stimmt natürlich. Also ich finde, das wirft kein gutes Licht auf diese Frau, auf diese junge Frau. Nee, das stimmt, aber ich weiß nicht, irgendwo verstehe ich es auch, weil, also ich hatte schon mal vor zwei Jahren noch eine Beziehung, eine längere auch, und meine Ex, die ist zum Schluss genau gewesen, die hat sich das genauso wenig getraut, weil irgendwo will sie mich auch nicht verletzen, weil sie mich ja auch mag, aber irgendwo... Ja, aber es ist doch albern. Ist denn das neu? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Hat sie dir gegenüber sich geäußert, ob und wenn, wie, in welcher Art sie ihren Mann noch liebt? Ja, ich habe sie mal gefragt und sie sagte, ich liebe dich mehr als ihn. Hat sie gesagt? Ja. Da darf man nicht vor den Traualtar gehen. Ja, das da darf man nicht vor den Traualtar gehen. Punkt aus. Ja, so. Aber du bist natürlich jetzt verliebt und hast eine rosa Brille auf und das große Verständnisherz ist eingeschaltet, ne? Ist mir schon klar. Das heißt, jetzt die Sache wird weiterlaufen. Ja klar, heute auch zum Beispiel, sie hat jetzt heute Standesamt gehabt und ja gut, eigentlich ist das ja deren Hochzeitstag, eben mache ich meinen PC an, da hat sie mir dann auch schon wieder eine E-Mail geschickt, so eine Grußkarte, ne? Da schreibt sie dann... Eigentlich müsstest du ihr... Sie schreibt, was schreibt sie? Also sie hat geschrieben, das waren erstmal so ein Bild, nur so zwei Katzen, die vom Sonnenuntergang sitzen und so ein Herz darüber und da schreibt sie, hallo mein Schatz, hoffentlich können wir auch mal bald so einen Sonnenuntergang zusammen erleben und genießen. Ich liebe dich ganz doll. Ne? Affig. Ja. Eigentlich müsstest du der wirklich den Kopf nach Strich und Faden waschen. Ja, eigentlich müssten wir zusammenscheißen, aber das ja, geht ja aber, auch nicht. Aber wirklich, weil das ist wirklich feige und mies, irgendwie alles in eine Soße ist das. Ja, sicher, klar. Ja, aber du musst natürlich jetzt gucken, was dieses Verhalten, ihr Verhalten, was das bei dir anstellt. Ob das vielleicht auf Dauer dann doch irgendwie zu einer Irritation führt. Wie gesagt, bei mir, ich wäre da sehr irritiert, auch wenn ich sehr verliebt bin. Wobei, wenn man verliebt ist, ist man natürlich immer ein bisschen... Ja, klar, wir haben dann auch gesessen. Ich habe auch gesagt,
ich habe das genauso gesagt eigentlich. Und dann sagt sie, ja, ich habe das nur gemacht, weil ich Angst hatte, dass du dann mich nicht mehr willst und naja. So. Also Mike, ja. Da ist guter Rat teuer. Da musst du jetzt sehen, wie du dein Herz ordnest und ob vielleicht ein heftiges Kopfwaschen da eine Wirkung zeigt und sie sich in irgendeiner Weise entscheidet. Egal, ob sie nun gerade geheiratet hat oder nicht geheiratet hat. Ja klar, aber ich denke, wenn ich sie auch jetzt unter Druck setze, das bringt ja auch nichts. Irgendwann wirst du es tun müssen. Klar, ja. das muss man dann schon mal tun, ja. Irgendwann ist Druck auch mal nötig. Ja, das stimmt, aber ich meine, so jetzt direkt nach der Hochzeit, vielleicht ist es dann doch besser, man wartet noch ein bisschen ab. Warte mal eine Woche noch. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 und weiter geht's mit dem Uli. Uli, wo ist er hier? Hier ist Uli, 24, hallo. Hallo, hier ist Uli. Ja, hallo Uli. Was ist dein Thema? Mein Thema ist leider nicht ganz so interessant oder so herzhaft interessant wie das andere. Ich habe ein gravierendes Problem. Meine Schwiegermutter ist gestern gestorben. Mhm. Nach längerer Krebsleidensphase. Dazu kommt, dass ich heute noch Geburtstag habe. Oh. Und Glückwunsch trotzdem. Bitte? Ich sage ja, Glückwunsch also. Trotzdem. Ja, danke schön. Und keine Ahnung, es ist halt eine harte Woche gewesen. Am Montag war noch Silberhochzeit gewesen bei denen, also bei meinen Schwiegereltern. Und ja, jetzt wie gesagt, habe ich von den Anruf bekommen, ich arbeite in Belgien und wohne in Stendal, das ist in Sachsen-Anhalt, 750 Kilometer ungefähr auseinander und habe den Anruf bekommen, dass meine Schwiegermutter sozusagen verstorben ist. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade Junge 24, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin total überfordert gerade mit der Situation und habe wahnsinnige Angst, nach Hause zu fahren. Wie lange bist du schon verheiratet? Ja, also ich, da muss das nochmal kurz klären. Also ich sag, ich bin in einer Beziehung seit fünfeinhalb Jahren ungefähr und also ich, wir sind nicht verheiratet, ach so, aber du sagst sie so. Hat meine Schwiegereltern an und ich habe auch die Bindung dementsprechend zu den Eltern meiner Freundin. Das heißt, es ist eine gute Beziehung, war das? Das ist eine Ex, das war wie Familie. Also es ist Familie. Wie alt ist die Frau geworden, deine Schwiegermutter? Ich bin 47. 47 erst. Wie lange war sie erkrankt? Also es fing an im letzten Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es April oder Mai war, also ungefähr ein Jahr her, mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen harmlosen Brustkrebs, der auch heilbar war, beziehungsweise also sehr gut behandelbar ist. Und dann kam dazu, dass in Stendal die Ärzte sich sehr, sehr fokussiert haben auf diesen Brustkrebs und dabei völlig übersehen haben, dass in der Lunge ein schwerer, bösartiger Krebs entsteht. Die Brust war sehr schnell nebensächlich geworden, beziehungsweise die Brust war eigentlich praktisch abgeheilt gewesen, nachdem sie eine Chemo bekommen hatte. Und eigentlich wollte die gute Nachricht kommen, als sie zum Arzt fuhr und sie kam wieder mit dieser schlechten Nachricht. Das war der erste große Schock und seitdem war es sehr schwierig. Und vor ca. 14 Tagen fingen sie an, extrem abzubauen. Das hat uns so mitgenommen und so schockiert, alle Mann. War es denn irgendwie in der Familie klar, wurde darüber gesprochen, dass es wirklich lebensbedrohlich ist und dass man eventuell mit dem Tod rechnen könnte? Also ich sag mal so, die Familie ist schon offen, aber es war ein Thema, es wurde darüber gesprochen. Aber es wurde, also die beste Situation, die ich dir schildern kann, ist eigentlich am Montag. Wir hatten die Silberhochzeit, wie gesagt, wir haben das alles organisiert. Der Vater ist irgendwann reingegangen, da saß ihr Bruder noch dort, meine Freundin, Anti Anja und ich. Und die Stimmung war sofort getrübt gewesen. Und dann sprach man etwas offener in dem Jungkreise und sagte ihr Bruder zu ihr, eins ist doch klar, dass Mama 2007 nicht mehr erleben wird. Und da merkte man ganz klar, wer wie denkt. Er ist wie ich ungefähr ein Realist, der die Sache offen anguckt, natürlich traurig, aber offen. Sie ist auch realistisch, aber sie hat wahnsinnige Hoffnung. Zumal sie jeden Tag zu Hause konfrontiert ist, während ihr Bruder in Hamburg arbeitet. Und da ist für kurze Zeit, bis ich schlichten konnte, böser Streit zwischen den Geschwistern ausgebrochen. Naja, weil die einen wollten das nicht so hören und fanden das nicht angebracht, das zu formulieren so wahrscheinlich. Das Schlimme ist, dass er recht hatte. Fünf Tage später, beziehungsweise vier Tage später. Jetzt habe ich gerade als du die Orte so beschrieben hast, nicht ganz kapiert. Bist du jetzt in dem Ort, wo deine Schwiegermutter auch gestorben ist? Nein, also ich bin, wie gesagt, bei der Bundeswehr. Und du bist jetzt in Belgien? Ich bin in Belgien stationiert, NATO-Hauptquartier, richtig, ja. Und wir hatten heute auch noch eine Übung gehabt. Normalerweise arbeiten wir da nicht am Wochenende. Aber heute war es. Und auf der letzten Station bekam ich diesen Anruf und bin völlig in Tränen ausgebrochen vor allen Leuten. Hast du mit deiner Freundin schon gesprochen? Ja, wir haben telefoniert vorhin. War natürlich ein sehr ruhiges Gespräch. Und was mir Angst macht, ist normalerweise, dass sie ihn, ich würde es mal in Anführungsstrichen, Sensibelchen nennen. Also sprich, sie ist schnell angreifbar und viele Situationen gingen ihr ganz schnell an den Hals. Und
diesmal hat sie sich mehr Sorgen um mich gemacht und um all solche Sachen. Und das hat mir echt schon Angst gemacht. Mhm. Das ist eine Sache mehr, die mir Angst macht, nach Hause zu fahren. Mhm. Weil ich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Also das ist jetzt geplant, dass du heute am Samstag dann nach Hause fährst? Richtig, ja. Ich bin dann circa 1,5 Stunden zu Hause, 2 Stunden ungefähr. Ja. Was ist deine Hauptangst, wenn du zu Hause bist? Ja, wie gesagt, das ist der erste Todesfall, der so nah dran ist in der Familie für mich. Mhm. Die anderen waren doch so mit Distanz, sodass ich sagen konnte, schlimme Sache, aber man geht hin, sagt Beileid und geht wieder nach Hause. Mhm. Jetzt lebe ich in dieser Situation plötzlich. Mhm. Ich werde eventuell den Vater gleich noch vorfinden, wenn ich da ankomme. Mhm. Natürlich werde ich mein Beileid aussprechen, ohne Frage, aber weißt du, diese Situation, dann damit umzugehen, es war immerhin die Mutter und die Frau, und dann liegt meine Freundin wahrscheinlich oben im Bett, wach. Mhm. Ich meine, na klar, man nimmt sie in den Arm, aber weißt du, meine Freundin ist 20 Jahre alt, sie wird 21. Ja. Die Mutter war 47, diese Situation ist so schwierig und weil alles so jung ist. Mhm. Mhm. Deswegen, ich weiß es nicht. Mhm. Wie gesagt, dazu kommt, dass ich heute Geburtstag habe. Ich weiß nicht, freuen kann ich mich natürlich überhaupt nicht. Nee, das ist völlig klar. Der Geburtstag ist jetzt irgendwie Nebensache, um nicht zu sagen, der findet natürlich überhaupt letztendlich gar nicht statt. Ja, das ist natürlich da hast du recht, eine ganz schwierige Situation, vor der du jetzt stehst. Ja. Wo man auch eigentlich keinen so klaren Rat geben kann, außer dem Rat, dass du natürlich dahin fahren musst, dass du dir gar nicht groß was vornehmen solltest, wie soll ich mich verhalten, sondern sei so dort, wie du dich empfindest oder wie du es in dir empfindest. Und wenn dir zumute ist zu weinen, dann wein mit deiner Freundin oder wein mit dem Schwiegervater, aber sei da. Und seid zusammen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn ein so schrecklicher Todesfall eintritt, dass man einfach, dass die Familie, die Freunde, dass man da ist, dass man zusammen ist. Ja, das hört sich gut an. Das ist letztendlich, man darf ja nie irgendwie versuchen, eine Rolle zu spielen. Irgendwie, dass man denkt, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Verhalte dich so, wie dir zumute ist. Dann ist das richtig. Dann machst du auch überhaupt gar nichts falsch. Und wenn du nichts sagen kannst und willst, dann sag nichts. Wenn du weinen möchtest, dann weine. Wenn du deine Freundin in den Arm nehmen willst, dann tu das. Und wenn dir auch nicht danach ist, kann ja auch sein, dass du irgendwie so schockiert bist, dann mach es nicht. Sei aber da und zeig deinen lieben Menschen, dass du einfach auch für sie da bist. Das ist wichtig. Mehr kann man, glaube ich, gar nicht machen. Ja. Alle stehen ja jetzt unter Schock. Alle. Das ist richtig, ja. Und das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, ist, dass man, wenn man dem aus dem Wege ging, aber das tust du ja nicht, du bist ja auf dem Weg dorthin und das ist ja gar kein Thema, aber du hast Angst und das ist auch völlig normal, Uli. Das ist so normal wie nur was, dass du Angst hast. Ja. Du hast Angst und du bist traurig. Ja. Und dann ist die Freundin da, das ist die Mama der Freundin gewesen, es ist was ganz Schlimmes passiert, wenn die Mutter stirbt. Absolut, ja. Um die ganze Geschichte noch ganz kurz zu würzen, ich will es nicht weiter, ich weiß, dass da Leute noch warten, sicherlich. Am Montag bei der Silberhochzeit hat sich dann auch noch gegenüber der beste Freund ihres Papas erhangen. Nur um diese Woche noch zu komplettieren, damit du einen Gesamtüberblick hast, wie die Situation zu Hause aussieht. Da kommt's, jetzt ist es faustdick auf euch zugekommen. Das ist, ja, so kann man es ausdrücken. Mhm. Naja. Ist sie im Krankenhaus verstorben? Ja, das ist, da habe ich gar nicht erzählt, das ist das Allerschlimmste. Also heute Morgen kam der Anruf, dass es ihr sehr schlecht geht aus dem Krankenhaus. Dann ist, nachdem Anja von der Arbeit kam, sind die beiden, also ihr Papa und sie, ins Krankenhaus gefahren nach Magdeburg. Mhm. Und da hat sie mir am Telefon geschildert, unter starken Tränen dann doch endlich, zum Glück hat sie geweint in dem Fall dann, weil ich hatte schon Angst, dass sie da waren. Sie war da zu der Zeit, hat sie geschlafen oder sie war abstinent, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mhm. Dann ist sie zwischendurch aufgewacht, hat gelächelt, dann war sie wieder weg. Mhm. Dann ist sie aufgewacht und dann hat sie, als wenn sie es wusste, hat sie sie rangerufen und hat sie nochmal am Abend so ein Küsschen gegeben. Mhm. Und dann irgendwann ist der Papa ganz kurz rausgegangen und dann ist sie das letzte Mal eingeschlafen, hätte ich fast gesagt, also weggetreten. Und dann hat sie einen innerlichen Kampf geführt, das hat man gesehen. Und sie hat wie einen schlechten Albtraum, sie hat gezappelt wohl, also ein bisschen so, was so zappeln war, also sie hat sich bewegt. Und irgendwann hat sie halt aufgehört zu atmen und meine Freundin saß die ganze Zeit dabei. Das ist so schrecklich. Mhm. Andererseits, Uli, ist es vielleicht auch gut, dass deine Freundin dabei war. So konnte deine Freundin in dieser
tief ernsten und vielleicht sehr schweren Stunde für ihre Mama konnte sie bei ihr sein und konnte ihr Beistand leisten. Mhm. Was vielleicht sogar sehr gut ist. Und ja. Man würde sich vielleicht sogar Vorwürfe machen, oder sie würde sich Vorwürfe machen, wenn sie nicht da gewesen wäre. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht meinen Chef bequatscht habe, dass ich frei haben kann. Deswegen mache ich mir Vorwürfe. Weil ich hätte es vielleicht hinkriegen können, mich da irgendwie rauszustehlen und zu Hause sein und mit ihr vielleicht gemeinsam im Krankenhaus zu stehen und sie im Arm halten in so einer schweren Stunde. Und nein, ich war wieder mal 750 Kilometer weit weg. Aber weißt du, Uli, das ist alles schon schwierig genug im Moment. Jetzt belaste dich nicht noch zusätzlich mit diesen Vorwürfen. Das ist nicht so ganz schlimm, dass du nicht alles in Bewegung gesetzt hast. Das kann man so im Nachhinein denken, ja, okay, aber es ist nicht wirklich ganz schlimm. Sei jetzt für deine Leute da und unterstütze sie und öffne dein Herz für sie. Das ist wichtig. Das werde ich tun. Ja. Und wenn du vielleicht die Gelegenheit hast und deine Freundin möchte, dass du die verstorbene Schwiegermutter auch nochmal siehst, dann erfülle ihr deinen Wunsch und geh mit ihr dorthin. Ja, das wird auch passieren. Ja. So, mein Lieber. Wie ist das jetzt? Bist du unterwegs, oder? Ich habe jetzt angehalten, damit die Geräuschkulisse nicht ganz so laut ist, ja. Genau. Jetzt fahr vorsichtig. Das tue ich wohl. Und pass auf dich auf, dass du heil ankommst. Ja. Und dann, wie gesagt, keine Rolle spielen, sei wie du bist. Ja, das werde ich tun. Alles Gute. Danke dir. Alles Gute, Uli. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Und mein nächster Anrufer ist Marco. Marco ist 30 Jahre alt. Hallo Marco. Ja, da ist er. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Marco. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe Frau und Kind. Mhm. Kind ist 5 Jahre alt. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich losgehe, Kneipen, Diskotheken, was weiß ich, und zu viel trinke, sagen wir so, betrüge ich meine Frau. Betrügst du deine Frau? Ja, und das Ding ist, wenn ich nüchtern bin, ich würde es nie machen, nie im Leben. Echt, nächsten Tag ich. Warum trinkst du denn dann überhaupt nicht? Ja, gute Frage. Wir gucken Fußball, gehen abends los in den Kneipen. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Nee, verheiratet, also verlobt sind wir. Verlobt, aber wie lange seid ihr jetzt zusammen? Lange dann schon? Ich bin 30 und ja, sag mal, seitdem ich 18 bin. Ach, so lange? Ja. Ja. Weißt du, hast du gezählt, wie oft du ihr fremdgegangen bist? Weißt du, aber 10 Mal ist das bestimmt. 10 Mal? Und ja. Fing das so in der letzten Zeit erst an oder verteilen sich diese 10 Mal? Es verteilt sich, ja. Es verteilt sich. Das heißt, es kommt nicht immer vor, wie du es gerade gesagt hast. Nein, es kommt vor, wenn ich extrem viel getrunken habe, sagen wir so. Ja, also auf einen Zeitraum von 12 Jahren, 10 Mal fremdgegangen, dann ist es ja nicht so ganz oft, obwohl 10 Mal zu viel, aber... Ich finde es ja schon extrem viel davon. Was sind das? Sind das dann, das sind ganz fremde Frauen, so eine Nachtgeschichten, die du dann aufreißt irgendwo? Das sind fremde Frauen und die sehen die wieder. Ja. Und ja, das war es dann halt auch. Bleibst du dann nachts bei denen oder ist es die schnelle Nummer und du fährst dann nach Hause? Ja, ich sag mal so, ich lerne sie kennen. Mhm. Sag mal zum Beispiel Diskotheken oder Kneipen, je nachdem. Ja. Und dann mit denen nach Hause und dann, ja, wie du sagst, das war's dann. Ja. Und dann wieder zu dir nach Hause. Und dann wieder zu mir nach Hause, ja. Du kannst dich aber immer, du bist ja nicht so besoffen, das heißt, du kannst dich schon an den Tathergang, also alles, was passiert ist, schon genau erinnern. Ja, nachdem ich ausgeschlafen habe, ja, bei den Frauen. Hast du deiner Freundin das mal gebeichtet? Beim ersten Mal, ja. Ah, sie geht also davon aus, dass das einmal passiert ist? Genau. Und sie wittert auch nicht ungemach, dass da irgendwas noch in der Luft liegt? Nee, sie wittert gar nichts oder weiß auch nichts. Sie denkt, du gehst mit den Jungs aus und ihr zischt euch ein und dann war's das? Genau, das ist das. Sie denkt, ich gehe zum Arbeitskollegen, und dann, wenn ich mal zu spät komme oder morgens nach Hause komme, dann denkst du, ich habe da geschlafen. Verstehe. Oder zu viel getrunken, da geschlafen, dann halt. Wie erklärst du dir das? Warum tust du das? Gerade ich weiß es nicht. Gibt es schon irgendwie eine Art der Unzufriedenheit in deiner Beziehung? So ganz ehrlich, also wir reden ja auch. Ganz ehrlich, ja, also sexuell auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wie würdest du diese Unzufriedenheit weiter beschreiben? Zu wenig Sex. Hm. Zu langweiligen Sex? Zu langweiligen Sex, genau, ja. Wie oft habt ihr Sex miteinander? In der Woche oder im Monat? Ich weiß nicht, also fangen wir mal im Monat. Zweimal. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Und dann 0815? 0815, ja, genau. Mhm. Und das ist irgendwie, das sind so Sachen, die fehlen mir, weißt du? Mhm. Wie ist es sonst so zwischen euch beiden? Ihr seid ja eine kleine Familie, ein Kind, und funktioniert der Alltag so? Ist das gut? Das läuft wunderbar. Wunderbar sogar. Das ist das Problem, ja. Und der Umgang miteinander, ist das Routineumgang? Professioneller Routineumgang, oder ist es auch schon zärtlich, innig, streichelt ihr euch, nehmt euch einen Arm, wie läuft das? Na, wir, zum Beispiel, wenn wir morgens aufstehen, wir begrüßen uns mit einem Kuss oder abends liegen vor der Couch, streichen uns gegenseitig, das ist auch kauen uns gegenseitig. Auch noch okay. Das läuft alles okay, aber halt. Also wenn du das Sexuelle. Also wenn du sagen würdest, die Hauptkritik und die Hauptunzufriedenheit in meiner Beziehung ist die unspannende Sexualität. Beziehungsweise die fehlende Sexualität. Mhm. Ja klar. Und das natürlich, wenn du dann völlig besoffen bist, dann fallen die Tabugrenzen, Schamgrenzen, und dann bricht sich das einen Weg, ne? Was du dir suchst. Hast du denn mit deiner Freundin mal drüber gesprochen, dass das dir irgendwie ein bisschen langweilig geworden ist? Ja, wir haben öfter drüber gesprochen, seit schon länger, sagen wir so, seit 3-4 Jahren. Ja, und wie drüber gesprochen. Was sagt sie dann? Ja, ich weiß es, das ist alles, was sie sagt, weißt du? Mhm. Findest du sie denn noch anziehend? Findest du sie attraktiv? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt, was müsste sie tun, damit da ein bisschen mehr Wind reinkäme? Das ist doch so, seitdem das Kind da ist, ist sie lustlos geworden. Ja, sag mal, wir gehen nicht mehr weg zusammen ins Kino oder mal essen gehen, Diskotheken. Das fehlt alles, das sind so Sachen. Sie ist auch in deinem Alter ungefähr? Sie ist jetzt 28. 28, ja. Ich weiß nicht, wie offen ihr sprecht. Hat sie nur weniger Sexlust auf dich? Oder hat sie generell weniger Sexlust? Gute Frage. Hast du noch nicht gefragt, ne? Nee, halt nicht. Eine wichtige Frage, die man als Paar klären muss. Zweite Frage ist, befriedigt sie sich selbst? Weißt du das? Ob sie sich selbst befriedigt? Ja. So wie man erzählt hatte, ja. Ja, regelmäßig oft? Nee, das nicht. Du wahrscheinlich öfter? Ab und zu, ja. Ja, und denkst du dann, wenn du das tust, an deine Freundin? Oder sausen auch andere Gedanken durch den Kopf? Ich denke gar nichts in dem Moment, hauptsächlich ich habe meine Befriedigung in dem Moment. Glaube ich nicht, dass du an gar nichts denkst. Man stellt sich doch irgendwelche Bilder vor oder konkrete Frauen oder Stellungen oder was. Nee, also konkrete Frauen überhaupt nicht, also gar nicht. Sie weiß, dass du offensichtlich, wenn ihr darüber gesprochen habt, weiß sie, dass du unzufrieden damit bist. Das heißt ja auf jeden Fall, das habe ich schon seit 3-4 Jahren gesagt. Und ja. Aber es, sie sagt auch immer, ich weiß es, aber es tut sie nichts, weißt du, es ändert sich nichts. Ja, das Schlimme ist in solchen Situationen, wenn der andere sagt, ja, ich weiß, aber der andere das nicht erklärt, warum das so ist. Das tut sie ja nicht. Sie erklärt dir ja nicht, warum sie nicht oft mit dir schläft. Das tut sie nicht. Nee, genau. Und das ist natürlich, das könnte man ja eigentlich, das müsste man erwarten. Das müsste man, entweder muss sie sagen, ich habe nicht mehr so viel Bock auf dich. Das ist natürlich hart, wenn man das sagt. Es ist super hart, aber das ist die Wahrheit und es hilft immer in einer Beziehung weiter. Oder aber es ist irgendetwas anderes. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, dass man sich dem Ganzen schon erstmal mit Worten nähern kann. Indem man wirklich schamlos miteinander spricht und tabulos miteinander spricht. Wie ist das bei ihr, wenn sie sich selbst befriedigt? Was hat sie für Fantasien? Was denkt sie sich? Was hat sie für geheime sexuelle Wünsche? Wäre das mit dir machbar? Oder wäre das vielleicht mal mit einem anderen Pärchen machbar? Man kann ja mal alles durchdenken. Wie könnte man da einfach mal ein bisschen Pfiff in die ganze Sache bringen? Aber dafür müsst ihr offen sprechen. Ja, das Problem ist, ich versuche es, bloß sie macht es nicht. Also sie geht nicht auf irgendwelche Fragen ein. Dann musst du ja, dann musst du ihr das, aus und dann musst du ihr das, ich hab nix. Dann musst du ihr das beichten. Dann musst du ihr sagen, so und so,
ich will es eigentlich nicht, aber es ist jetzt so schon ein paar Mal passiert, dass ich fremdgegangen bin. Und das ist ein Resultat unserer unbefriedigten Sexualität. Ich möchte das ändern, aber bitte sprich mit mir. Lass uns einen Weg finden. Dann wird sie vielleicht auch ein bisschen wach. Und ich finde das dann auch gar nicht so dramatisch. Also das kann man dann auch verzeihen, was du da gemacht hast. Du machst es im Suff, du machst es äußerst selten und das sind Frauen, mit denen du null Kontakt hinter mir hast. Es geht nur um Sex. Das ist so äußerst selten was nicht, aber... Bitte? Ist das so äußerst selten was und nicht? Naja, gut. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, das sind ja nun wirklich Signale, die da gesendet werden, einer großen Unzufriedenheit. Und du bist erst 30 Jahre alt. Das kann ja nicht die nächsten 20 Jahre so weitergehen. Ich hoffe es nicht. Nein, irgendwann brichst du aus und die ganze Beziehung geht kaputt deshalb. Oder aber du unternimmst den Versuch oder ihr unternehmt den Versuch, dass ihr nochmal zueinander findet. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Das kann auch sein, dass die Luft daraus ist. Das weiß ich nicht. Aber das kann man nur testen, indem man redet und versucht und spricht. Wenn ihr das nicht alleine könnt, dann geht doch mal für ein paar Mal zu einer Paarberatung. Ja. Da muss man sich offen äußern, aber ist doch wurscht. Das ist da sitzt jemand, der macht nichts anderes den ganzen Tag. Das ist dessen Job, sich sowas anzuhören. Ja, wie gesagt, das Problem ist, sie spricht nicht über ihre Sachen. Also sie spricht über gar nichts, über Sex nicht, über Gefühle. So, da musst du einen härteren Gangart hinsetzen. Dann sagst du, pass mal auf, in letzter Zeit ist das und das passiert. Und das ist deshalb passiert, weil du auch nicht den Mund aufmachst. Ja, habe ich öfter gemacht. Ich sag, pass mal auf, also wenn das so und so nicht, also sich mal ändert, ja, dann müssen wir es irgendwie mal trennen oder so. Ja. Also sie nimmt es nicht ernst. Nee, ich garantiere dir, die nimmt das sofort ernst, wenn du ein Geständnis machst. Dann nimmt die das ernst. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also so funktionieren die meisten Menschen. Mhm. Ich würde es so machen und ich würde dir gerne jetzt noch an die Hand geben, eine Paarberatungsstelle in deiner Umgebung, falls ihr euch für den Weg entscheidet. Ja? Okay. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Danke. Alles Gute, viel Erfolg. Auch. Tschüss. Abend. Tschüss. Weiter geht es mit Maggie. Maggie ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maggie. Hallo Domian. Ein ungewöhnlicher Name für eine 62-jährige Frau. Ja, aber man hat mich von Kind auf an schon so genannt, ja. Und darum ist der Name geblieben. Ja, ist doch wunderbar. Maggie, um was geht's? Es geht, ich quäle mich seit 5 Jahren mit dem Selbstmord meines Mannes rum. Mit dem Selbstmord? Ja. Der ist vor 5 Jahren passiert? Ja. Was hat er gemacht? Er hat sich vor den ICE geschmissen. Vor einen ICE geschmissen? Ja. Oh. Und das war schlimm. Und warum, weiß ich nicht. Und das weiß ich auch nicht. Es gibt keinen Brief, gar nichts. Doch. Doch gibt es. Doch, er hat das am Sonntag gemacht und am Montag kam dann der Brief. Ja. Und da war 2 Stück. Einer war, da hat er sein Testament drin geschrieben. Mhm. Und was die ganzen Nummern und Personalnummer und alles. Lass mich eben fragen, sonst habe ich es vergessen. Kam der Brief mit der Post? Ja. Ach. Der hat den nicht bei euch zu Hause hinterlegt? Nein. Hat den eingeschmissen? Nein, der kam mit der Post. Also in einem Brief war das... Das hat er alles drin geschrieben, was ich beachten muss, was ich tun muss nach seinem Tod, was ich lieber sein lassen soll, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist und sowas hat er alles da reingeschrieben und an wen ich mich wenden kann und. Und der andere Brief, der war an mich persönlich gerichtet, da stand dann drin, mein lieber Schatz, bitte verzeih mir, ich konnte nicht anders, aber wir sehen uns irgendwann wieder. Ja. Ja, und dann die Unterschrift und dann hinten drauf war ein Sternchen und da stand dann M und R drauf. Das waren seine Initialen? Das, ja. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet? Oh Gott, wie lange waren wir verheiratet? Fast 30 Jahre. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja. Söhne. Die gut erwachsen natürlich schon sind. Ja, die sind groß. Mhm. Hattet ihr Probleme? Nein, das ist es ja gerade, nein. Das heißt, das ist 5 Jahre her, du hast wahrscheinlich in diesen 5 Jahren nichts, du hast 100 Millionen Mal alles durchdacht. Ich habe alles durchdacht, ich habe die Briefe wieder weggelesen, das habe ich so weggebracht, jetzt bin ich aus dem Ort weggezogen, wo ich gewohnt habe. Ich habe gedacht, das würde besser dann. Ich darf nicht für die Eltern beschimpfen mich als Mörderin. Ich weiß nicht mehr weiter, da kann ich zum Friedhof gehen. Moment, stopp, die Eltern von ihm beschimpfen dich als Mörderin. Ja. Das müssen ja dann ganz sehr, sehr alte Herrschaften sein. Ja, sind es auch. Und sehr engstirnig und sehr, sehr
Und die sagen letztendlich, du hast ihn in den Tod getrieben. Ja. Also, nochmal meine Frage. Du hast überhaupt keine Idee, was mit ihm los war. Nein. Zwischen euch war es gut. Bei uns war es in Ordnung. Gut. Gut. Schreibereien gibt es überall. Natürlich. Überall, aber. Keine finanziellen Probleme. Nein. Keine Krankheit. Nein. Ich weiß es nicht. Wie hat, wenn die Schwiegereltern so unglaublich, ich sag jetzt mal wirklich, ich sag's mal ganz vulgär, bescheuert reagieren. Ja. Das muss man ja so schon sagen. Wie kann man denn die Schuld dann einer Frau geben, wo offensichtlich überhaupt gar keine Gründe vorliegen? Ja, das war ja das Schlimmste, war ja noch auf der Beerdigung, das war das Schlimmste. Da hat die Mutter dann eine geknallt am Grab, ne? Aber warum sind die so wütend auf dich? Waren die vorher auch schon wütend auf dich? Ja, weil ich eine eigene Meinung habe, ja? Und ich deren Meinung nie vertreten habe. Also war nie Eis und Sonnenschein. Nein, ich bin auch sehr ungern dahin gefahren. Und da hatten sie ja jetzt einen Grund. Ja. Aber dann habe ich versucht, mit seinem Bruder zu reden. Der hat dann auch gesagt, du hast meinen Bruder auf dem Gewissen und die ganze Familie, die meidet mich, ne, weil ich will auch gar keinen Kontakt mehr. Wie hat denn der andere Teil der Familie reagiert, zum Beispiel eure Kinder? Das war an und für sich ganz vernünftig. Meine Kinder haben sich an und für sich sehr vernünftig verhalten. Mhm. Ne? Die haben es nur nicht verstanden, warum er das getan hat. Mhm. Also ich höre schon, dass du in dem Familienteil von deinem Mann nicht sehr gut gelitten warst. Nein, gar nicht. Warum auch immer, aber natürlich darf man nicht so einen Vorwurf machen. Ich war ich habe das gesagt, was ich dachte, gerade heraus, und ich habe auch meine Meinung geäußert und das passte dann eben nicht. Ne? Dennoch plagen dich irgendwelche Schuldgefühle? Das habe ich, was heißt Schuldgefühl? Ja, ich frage mich immer wieder, warum, was habe ich falsch gemacht, was habe ich getan, warum, weshalb, wieso. Aber diese Frage darf ich mir nicht stellen, weil ich da nie eine Antwort drauf bekomme. Ja, vielleicht ist die Frage ja schon falsch gestellt, vielleicht hast du ja gar nichts falsch gemacht. Kann ich auch nicht, ich darf mir einfach nicht die Schuld am Tod geben, aber ich leide sehr darunter. Und jetzt sitze ich in dieser fremden Stadt, kenne hier niemanden, ja? Und mach mich verrückt. Gehst du mal ein bisschen... Hältst du den Hörer mal ein bisschen anders? Dann so ist besser? Ja, so ist viel besser. So ist viel besser. Ja. Als du es damals erfahren hast, und wenn das so aus absolut heiterem Himmel kommt, wie bist du mit diesem Schock, mit diesem Trauma umgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur eins, dass ich dann, ich hatte ja auch niemanden da. Mhm. Ne? Ich hab, erstens bin ich bald verrückt geworden. Ja, und dann kam die Polizei und hat mir das gesagt, ja, die Kriminalpolizei, die kam und hat mir das gesagt. Mhm. Und dann war ich total geschockt und dann kam ein Bruder von ihm, den hatte ich dann angerufen. Ja. Und der kam dann und der hat dann noch jemanden angerufen, dann sind wir sofort nach in Aalen hatte der Bestatter ihn ja dann, ne? Ja. Und dann bin ich so ganz in Trance war ich. Ich habe dann ist der Sarg ausgesucht, dann habe ich gesagt der und dann habe ich das Gesteck ausgesucht, das weiß ich noch. Mhm. Ja, und dann ging es dann wieder nach Hause und dann hat man mich dann den ersten, bis dann die Beerdigung war, hat man mich dann mitgenommen und nach der Beerdigung hat man mich dann nach Hause gebracht und mich alleine in die Wohnung gesetzt. Ne? Und die Kinder waren auch nicht bei dir? Nein, die konnten nicht, die waren in Australien sind die beide. Ach so. Musstest du ihn identifizieren? Nein, konnte man ja nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht, was ich beerdigt habe. Weil es so zerstört war. Der war so zerstückelt, das ging gar nicht. Maggie, wenn ich mich da hineinversetze. Das ist schlimm. Ja, bei aller Traurigkeit und bei allem Unglück glaube ich, dass in mir auch eine Wut hochkäme auf den Partner. Ja, mir das an, würde ich auch denken. Ja, der kann mich nicht geliebt haben, denn sowas tut man niemandem an, den man liebt. Nein, das tut, genau so ist es. Das tut man ja. Nicht. Und warum hat dieser Mensch ein so großes Geheimnis in sich getragen, was er mit mir, der 30 Jahre mit ihm zusammen war, nicht geteilt hat? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Hilft dir denn nicht diese Wut? Kann einen ja auch auf eine gewisse Distanz bringen. Ja, das habe ich auch eine gewisse Zeit geschafft. Ja, das schaffe ich auch auf eine gewisse Zeit, schaffe ich das immer wieder. Ich will mal sagen, wenn es einen Himmel gibt, ja, und er ist im Himmel, dann möchte ich da nicht rein. Mhm. Ich will ihn einfach nicht wiedersehen. Mhm. Das habe ich mir immer wieder gesagt, das sage ich mir auch immer wieder. Was macht denn dennoch dein Unglücklichsein nach diesen 5 Jahren aus? Was ist es?
mein Unglücklichsein macht in diesem Land aus. Immer diese Frage stelle ich, womit habe ich versagt, dass er mir nichts erzählt hat. Aber vielleicht ist es nicht ein Versagen deinerseits, sondern ein Versagen seinerseits. Vielleicht hat er dir nie eine Chance gegeben, dass du das wahrnimmst. Vielleicht hat er ein komplettes Doppelleben geführt oder irgendetwas gemacht. Irgendetwas ist rausgekommen. Er hat in den Brief geschrieben und dann der Sache bin ich nachgegangen, in dem großen Brief, ne? Mhm. Die Sache mit Bochum hätte nicht passieren dürfen. Was ist das? Die Sache mit Bochum, ja, hätte nicht passieren dürfen. Und der Sache bin ich mal nachgegangen. Ja. Und da habe ich dann eine Frau getroffen. Aha. Ja, und dann habe ich mit der gesprochen. Mhm. Und die hat mir dann gesagt, sie hätte ihn wohl gekannt. Mhm. Aber ihr hätte ja auch nicht gesagt. Und dann habe ich auch nicht, dann habe ich gesagt, ja, was mit ihr gewesen wäre. Und das ist, ja, sie hätte ihn gekannt. Und weiter wollte sie dann auch nicht rausrücken. Und dann bin ich wohl auch so wütend geworden und bin dann einfach mich umgedreht am Absatz und bin gegangen. Mhm. Also was durchaus darauf hindeuten könnte, dass er vielleicht eine andere Beziehung hatte, vielleicht sogar eine langjährige andere Beziehung. Wenn das diese Frau gewesen ist, ja, mhm, dann schäme ich mich. Mhm. Dann schäme ich mich wirklich, dass mein Mann sich an so einer Frau vergreift. Ich finde ganz wichtig, dass du nach 5 Jahren musst du die Kurve kriegen und dich nicht selbst zerfleischen mit Vorwürfen, die völlig nebulös sind. Weil letztendlich gibt es ja gar nichts, was man in der Hand hat, um dir vorzuwerfen und du dir selbst vorwerfen kannst. Außer der Sache, warum habe ich das nicht gesehen? Ja, das kann aber auch vielleicht an seinem perfekten Spiel liegen. Vielleicht. Er muss ein perfekter Schauspieler auch gewesen sein. Ein perfekter Schauspieler. Ich höre bei dem, was du jetzt so sagst, nicht in erster Linie die Trauer und den Verlust heraus. Meine Wut habe ich. Die Wut. Ich habe schreckliche Wut. So. Und die muss kanalisiert werden. Der hat mich so getroffen, dass mein Leben so auf wackeligen Beinen steht. Ne? So, aber das darf nicht 5 Jahre anhalten, Nagi. Das darf nicht 5 Jahre anhalten. Du wirst keine 150 Jahre alt. Nein. Jedes Jahr, jedes Lebensjahr ist wichtig. Und das ist auch kostbar für mich. Bitte? Das ist auch kostbar. Hochkostbar, ja. Das heißt, du musst jetzt irgendeinen Weg finden, dass du da einen Frieden mitmachen kannst, einen Abschluss findest. Weil du wirkst ja noch so, als wäre das vorige Woche passiert. Na, vorige Woche nicht, aber vielleicht sagen wir mal von dem Jahr passiert. Ja, so wirklich auch noch. Ja. So ist es auch noch. Ich vermeide auch, ich bin auch gar nicht fähig, um irgendwie mich mit einem Mann überhaupt zu unterhalten. Mhm. Bin ich überhaupt nicht fähig. So, da musst du was unternehmen. Da musst du was machen. Da ja, musst was du, denn? Ja, da musst du dir professionelle Hilfe suchen. Ja. Das musst du machen, aber hochgradig, das ist hochgradig nötig, finde ich. Jeder Mann, der mich anguckt oder mit jemandem, dem ich ins Gespräch komme oder irgendwann gehe ich auf den Weg, mhm, ich gehe jedem Mann auf den Weg, bloß nicht mit mir, mich ansprechen, mhm, denn ich habe Angst, das könnte wieder passieren. Ja, und wahrscheinlich sind 1000 Sachen in deinem Kopf, die sich ständig im Kreis drehen, ja, und was so eine Eigendynamik hat, wo du selbst gar nicht rauskommst. Da komme ich auch nicht raus. Du hast das noch nie versucht, ne? Mit einer Therapie, mit Doch, einem... Doch, ich habe das am Anfang mal versucht, als ja, er gerade tot war. Ja. Und das hat mir nicht viel gebracht, weil ich einfach mit der Frau nicht klarkam, ja? So, dann musst du es neu versuchen und du musst ja jemanden suchen, mit dem du klarkommst. Ja, da kam ich nicht mit klar, ne? Und da habe ich dann, das hat mich auch nicht weitergebracht. Ja. So. Aber das ist die einzige Chance, was du machen kannst. Das ist meine ganz, ganz, ganz eindeutige Meinung. Sonst drehst du dich weiter viele Jahre im Kreis und zerfleischst dich und kommst nicht weiter. So, ja, jetzt legst du auf. Meine ja, Psychologin, die Magdalena, ruft dich noch an. Ja. Mit der kannst du auch noch etwas ausführlicher reden. Und ja, sie gibt dir noch ein paar Tipps, wohin du dich wenden könntest. Herzlichen Dank, Domian. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's. Mensch, ist die Woche schnell rumgegangen. Ist ja unglaublich. Das war unsere Sendung diese Woche. So, ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Katrin Paulsen, Roland Lohr, Stefan Waltershagen, Tim Stienauer, Christoph Hoffmann, Vivian Merchak, Dirk Winhüsen und Anja Baumann. Nächste Woche haben wir eine etwas verkürzte Woche wegen des Feiertages. Am Dienstag heißt unser Thema: Ich habe mich angesteckt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich irgendwo mit was auch immer angesteckt haben, vielleicht unter Umständen mit üblen Folgen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes und gutes Wochenende und freue mich schon auf die Nacht von Montag auf Dienstag.
immer dann wieder wie Montag eine freie Themennacht. Jetzt sage ich ganz einfach, schlaft schön und sage bis nächste Woche. Tschüss.